Klopfer rät seinen Fußballhelden. Die Helden der eigenen Kindheit vergisst man nie so ganz. Auch Erfolgstrainer Jürgen Klopp und heute selbst Vorbild für neue Generationen kann sich noch genau an die Idole seiner Jugend erinnern. In der Kindheit war Franz Beckenbauer mein Held. Während der WM 1974 wurde ich 7 Jahre alt. Gerd Müller schoss damals die Tore, doch ich fand vor allem Franz Beckenbauer außergewöhnlich, sagte der Coach im Interview mit der Sportbild. Mittlerweile kenne er den Kaiser auch persönlich, was seine Begeisterung für ihn noch gesteigert habe. Er ist mein Held geblieben, so Klopp. Vettel freut sich auf Schumacher. Mick Schumacher hat sich am Sonntag den Titel in der Formel 2 gesichert. Nun kann sich der Sohn von Michael Schumacher voll und ganz seinem anstehenden Wechsel in die Formel 1 widmen, in der er auf Sebastian Vettel trifft. Ich freue mich, dass er nächstes Jahr zu uns stößt, sagte Vettel bei Sky. Der 21-Jährige sei über die Saison sehr konstant gewesen. Das ist beeindruckend. Ich freue mich für ihn. Der Mick ist einer, der immer lernt und sich weiterentwickelt, wo andere stehen bleiben, lobte Vettel. Becker rechnet mit Medien ab. Boris Becker ist mit den Medien hart ins Gericht gegangen. In der ersten von 5 geplanten Ausgaben seines neuen Podcasts, Boris Becker, der 5. Satz, erklärte das deutsche Tennis-Idol, nicht immer fair behandelt worden zu sein. Ich akzeptiere, dass jeder eine Meinung zu mir hat, aber es ist schon befremdlich, dass fremde Menschen über mich urteilen oder mich verurteilen. Deswegen ist die Verantwortung der deutschen Medien so wichtig. Und da wird nicht immer fair und inhaltlich richtig mit mir umgegangen, sagte der 53-Jährige. Grundsätzlich befürworte er die Pressefreiheit, betonte Becker. Einen Missbrauch dieser verurteilt er aber. Da geht es um Rufmord und Beschädigung meines Namens, so Becker. Schalke-Fans beleidigten Schiri übel. Der Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich hat seinen Instagram-Account vorübergehend deaktiviert, nachdem er mit hunderten Hassnachrichten bedacht worden war. Es waren bestimmt 300 bis 400, erklärte der Unparteiische der Sportbild. Auslöser für die Beleidigungen und Drohungen seien demnach das Ligaduell zwischen dem FC Schalke und Mainz 05 gewesen. Beim 2:2 Unentschieden hatte sich Ittrich in mehreren kritischen Situationen mit dem Videoassistenten abgestimmt und dabei stets gegen Schalke entschieden. In der Folge wurde er auf Instagram von anonymen Schalke-Anhängern unter anderem als Hurensohn beschimpft. Ittrich veröffentlichte über seinen Account, der knapp 10.000 Follower aufwies, zunächst mehrere der Hassnachrichten, entschied sich dann aber doch für einen Rückzug.